Es gibt Deutsch. これは私が高校生だった時の話です。バスケ部に所属していた私はいつものように仲のいい友達と部活が終わってからも自主練をしていました。友達。その日は自主練が終わったら二人でカラオケに行くことになっていました。Grafik. Ja, das war der Grund, warum ich Chillers Art so ungern gespielt habe mit dem alten PC. Seit wann ist... Hä? Chillers Art fängt doch immer voll ruhig an. Hallo! Die hat irgendwie seltsame Brüste. Irgendwie hat die seltsame Brüste. Also die malen sich ganz komisch unter einem lockere sitzenden T-Shirt. Hast du dieses Only-Fans? Freiwürfe üben. Ja, klar. Darf ich auch? Oh. Oh, das war aber knapp. What? What? Hey! Aber das war voll knapp! Boah, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal! Hab ich gerade einen Ball auf den Kopf gekriegt? Ich muss den Korb treffen. Hä? Ja, hab ich doch. Hab doch den Korb getroffen. Hab mehrmals dagegen geworfen. So offensichtlich schon. Hä, warum denn nicht? Das ist meine Freundin. Okay. Ich Nein, Moika! Nein, der will unanständige Dinge mit dir machen. Ich kenne dieses Hentai. Moika? Oh, das erinnert mich, wir müssen Hausmeister noch spielen. Oh, warte mal, ich muss meine Maus langsamer machen, das geht so nicht. Nur dann gehe ich halt. Oh, Sisi. Hat der Tentakel? Weiß ich nicht, der packt die doch nicht raus, wenn ich noch da bin. Gachi? Gachive? Eo, eo. Ayo, 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 ayo. Ne, das war The Rasmus, die Melodie. Wie war denn das? Ayo, ay, 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 ayo, ayo. Oh, gutes Lied. Oh! Oh! Oh, Sisi! Deodorant benutzt. Das ist aber ein riesiges Deodorante. Ich hab wirklich. Feuchttücher benutzen. Ja, Moment. Ich muss mir kurz den Popo abwischen. Warte mal, eine Schleife. Was ist das? Ich nehme die Tasche. Und danach ziehe ich mich erst an. Ja, was ist das? Schuhe ausziehen. Erst aus, dann an. Ich habe keinen Körper. Und der König ist im Haus, was in wenigen Klicks. Ja, In the Shadows war die Melodie, die ich im Kopf hatte. Aber eigentlich meinte ich Ayo. Ist ein Raum und hier in dem Dorf dingeldongeln die Glocken. Ist die Ankündigung, dass ich hinaustrete, eure Königin, eure, also geh zu deinem Fahrrad. Wo ist denn mein Fahrrad? Hey, aber das ist grafisch nochmal ein richtig, also das sieht fast schon zu gut aus. Wo ist denn mein Fahrrad? Ich meine, hä? Ah, da ist der Pfeil, okay. Gar kein Problem. Mein Hund träumt die ganze Zeit. Irgendwas ist... Nein. High School of the Dead. Oh, High School of the Dead war so cool! Der neue PC bestimmt. Das kann natürlich sein. Auf das Fahrrad steigen. Eigentlich will ich... Ich will sie nicht allein lassen.
Ja, okay, ich fahr. Es bleibt mir noch übrig. Ich mochte vor allem die Schulnurse. Die fand ich so lustig. Nein, ich mochte aber die krasse. Die Schlitzerbraut. Polizei! Polizei! Der will unanständige Dinge mit meiner Schwester. Wie steige ich denn ab? Ich kann nicht. Alarm! Nicht hier lang. Wohne ich da nicht? Ja, was weiß ich denn, wo ich lang muss? Da auch nicht, übrigens. Boah, ich bin aber auch ein kleiner Speedy-Man, ne? Boah, sieht das creepy aus. Oh, Karaoke. Let's go. Sehr weniger Filter als in anderen Spielen. Es wirkt auf jeden Fall klarer. Das meinte ich vorhin mit... Ich hätte abbiegen müssen, ne? Die Qualität ist zu gut. Wo ist denn Karaoke? Hallo? Ach, hier kam ich her. Moment, das war falsch. Liebe der Gummivan. Das war aber auch ein bisschen gemein mit dem Van. Das Loading hat mich voll an die Source Games. Warum ist eigentlich das so laut? Half-Life etc. Das habe ich nie gespielt, muss ich immer spielen. Ich folge einfach dem Van, ja? Ich folge nicht dem Van. Wo ist denn Karaoke? Das Haus von jemandem. Karaoke! Wer bist du denn? Moment. Moment. Das war leise. Geschmissen. Oh, mir geht's nicht so gut gerade. Ich passe da nicht rein. Oh. 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 Gott, meine Hände. Ich kann nicht mehr. Oh. 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 Boah, der hätte mich jetzt noch anhupen müssen. Ich glaube, weil mich kann nichts mehr erschrecken. Ich bin jetzt, also jetzt ist einfach, ich bin schon tot. Ja, was denn? Ja, Moeka? Hallo? Okay, aber alles klar bei dir? Ist schon komisch, oder? Die wollte mit uns zum Karaoke und jetzt plötzlich nicht mehr.
Was machen diese Vans überall? Natürlich wird sie nachkommen. Vor allem, wenn man ja hier weiß, dass es immer so schöne Themen sind. Oh, Süßi. Entschuldigung. Oh, hi. Er bittet für 2 Personen für 2 Stunden. Hi. Ja, ich bin nur allein. Dewa, 12-Gol-Sitz go liyou kudasai. Raum 12, danke. Drink-Ban mo tekitou ni go liyou kudasai. Danke. Hallo. So lustig, wie die Brillen da immer so rauftätowiert sind. Wie trinkst denn du? Trink nochmal. Also. Nee. Fühl ich nicht, sorry. Nicht so erst. Oh Gott. Was? Hallo? Kannst du mich hören? Ich gehe sofort zu meiner Freundin. Lass mich raus. Ich soll jetzt wirklich Karo. Also ernsthaft? Also nur so als also Vorwarnung. Das kann wirklich sein, dass der Lehrer, also der Trainer oder was das ist, also sie misshandelt. Das kann durchaus sein. Das sind keine Larifari, oh nein, ein Geistspiel hier. Das ist. Es sind sehr, also fiese Spiele. Und wann singt der? Das ist aber jetzt nicht sonderlich karaokig, das Lied. Nein, ich würde gerne meine Freundin. Abgeschlossen. Instrumental Version bei Karaoke Street. Wir genießen einfach die Zeit, solange es noch geht, ne? Entschuldigung. Ich würde gern raus. Ich darf nicht. Gut, dann gehen wir halt singen. Schlagzeug, nicht Trommel. Man kann auch mit den Händen schlagen. Okay, dann singen wir mal. Was singen wir denn? Mit dem Singen anfangen, ja. Aber laut. Ich bin in einem Anime. Ich bin dafür. Was ist mit... Nee, nicht To the Future. Nein! Let's walk!
Das ist viel schöner. Notentiming ist, glaube ich, eher, wenn... Also, ich glaube, ich muss jetzt so ein Quicktime-Rhythmus-Spiel machen. Ich glaube, das ist eher, wenn es daneben ist oder so. Let's walk to the future. Das ist so hoch. Nein, nein, nein. Nicht Let's Run, ich glaube nicht. Nein, wir machen Let's Walk. Ihr habt mich gerade umgebracht. Ihr habt mich gerade umgebracht. Ich darf ja wohl wenigstens ein Lied aussuchen. Ich darf wenigstens mein Beerdigungslied aussuchen, ja? Singen! Was mache ich jetzt? Karaoke Minispiel-Tutorial. RFV? Oh Gott, was sagst du? Hallo? Und A. Zwar A? Wieso A? Ja. Drücke R, F, V, um die von rechts kommenden Noten zu treffen. Timing der Noten und Schwierigkeit kannst du am Tablet unten links anpassen. Warte, ich bin nicht da. Oh. Okay, ich nehme zwei Hände. Ich leg die Tastatur falsch rum. So. RFV. Das geht so nicht. Das funktioniert, ich schwöre, was ist das denn für eine Kacke? Ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Ah! Wie kann das Ihr trommelt besser als ich. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Aber wer kommt denn auch auf RFV? Wie lange geht das denn? Sind wir fertig? Ich krieg einen Krampf. Ich nehme die so. Also so. 50,35 reicht mir. Das ist mehr als die Hälfte. Ich sollte mal bei der Getränkebar vorbeischauen. Nee, ich will noch mal. Okay, wir holen uns was zu trinken. Es gibt ja keine Antwort. Nein. Danke, Kato. Danke. Also, ich bin nicht gut in Rhythmusdingern, aber ich sag mal so, es wurde, also die Steuerung hat es auch nicht besser gemacht. Was will ich? Oh, Melone! Cola Zero, ich glaube, es hackt. Was muss ich machen? Oh, erst Eis, natürlich. Was habe ich jetzt? Ich will Melone. Ich glaube, es ist eine Kirschmelone. Wo ist sie jetzt hin? Oh, Baby. Bisschen mehr Wasser und das wäre ein gutes Heuli-Mode. Treasure Hunter. Treasure Hunter. Treasure Hunter, ey.
Ob das echte Ziele sind, weiß ich nicht. Furchtbaren Rhythmus spielen. Ey, sowas kann ich auch überhaupt nicht. Rhythmus, Schmidmus, sag ich immer. Entschuldigung. Ich glaube, der hat gekifft, Chat. Also er hat irgendwelche ganz starken Drogen. Sowas machen Augen normalerweise nicht, oder? Kann ich absperren? Hä? Ich hatte mir wohl schon was geholt. Nein, hattest du nicht! Wir singen einfach. Scheiß drauf. Nein, wir trinken nix. Wir trinken nix. Ich muss... Ich kann nicht trinken. Nee. Für euch, Chat. Da läuft einer, ich seh's doch! Ein Aliens. Das war jetzt aber mindestens 51. Oder? Moika sollte bald da sein. Boah, shit! Ey, wo ist Ozu? Hold my Ozu-Bier. Am besten besorge ich uns schon mal was zu essen. Natürlich, ich rufe bei der Theke an und bestell was. Wie rufe ich denn da an? Ah, hier. Ah, hi. Ich will was bestellen. Nani ni shimasu ka? Pizza, Takoyaki. Yōkai desu. Yōkai desu. 2-3 fun de otozuki shimasu. Kimi tte 12 goshitsu de utatte ru onna no ko da yo ne? Nein. Ja. Oh mein Gott, muss ich da... Oh, ich war auf dem F. E meine ich. Ich musste gerade echt nachdenken, was da eben für eine Taste ist. I am.
Hallo, du hast mich voll rausgebracht. Der hat mich einfach rausgebracht. Das Essen sollte eigentlich schon fertig sein. Ich frag mal nach. Nur wegen ihm. Nur wegen ihm. Sie geht nicht ran. Ich frage sie persönlich. Also. Ich gehe hier lang. Möge er auch von einem Hund erschreckt werden, ja? Zu dem will ich rein. Willkommen zurück, Dominik. Sie ist nicht hier. Vielleicht ist sie im Mitarbeiterraum. Nein, er war doch da drüben. Oh mein Gott, das... Oh mein Gott, das... Upsili. Entschuldigen Sie. Niemand antwortet. Ich gehe rein. Boah, das ist aber schön. Das ist ein schönes Po. Und die lebt ja noch. Mein Essen! Ja, bloß das war ein echt böses Klopfen, ne? Ja, meine Bestellung, mein Essen! Da ist aber kein Essen! Tut mir echt leid. Mein Essen! Entschuldigung, mein Essen! Und schau dich an. Ja, das geht doch. Also, kann man ja. Ah! Oh Gott! Was war das denn? Was macht der in meinem Raum? Nein, ich renne ihm hinterher. Wo ist die Pissbacke? Wo ist die Pissbacke? Ich will das Essen nicht essen. Schlaf gut, Marzipina, träum was Schönes. Das bedeutet wirklich, also, der wird umgebracht. Pommes? Ach so, ich dachte, das sind nur Stecker oder so. Ich habe was anderes bestellt. War der Mann ein Angestellter? Hä, das ist doch keine Portion Pommes! Naja, scheiß drauf, ich singe einfach. Jetzt werden wir bloß Kniescheiben zertrümmert. Ja, das will ich essen. Warum muss ich alles immer essen? Igitt, da ist was in den Pommes. Was ist das? Eine E-Mail-Adresse? Was? Ekelhaft. Schreib mir. Hä? Ich hasse den Geschmack von E-Mail-Adressen auch immer. Dieses Voice, Soundbalancing ist halt echt sehr wild.
Oh, da kommt doch eh gleich wieder irgendwas. Warum ist da Blut auf meinem Monitor? Hallo? Du bist hier dran, ich bin schon da und am Singen. Was ist los? Hallo? Hast gesehen? Wow. Was ist los? Ein Stromausfall? Was? Das ist Moikas Handy. Was hat es hier zu suchen? Oh, das ist aber jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist ein bisschen unangenehm jetzt. Was denn? Ich wollte, ich durfte nicht! Ich geh jetzt einfach wieder Karaoke singen, oder was? Klar, ich geh... Ah! Oh! Bin ich eingeschlafen? Wie lange war ich weg? Hallo, Moika. Foto, welches Foto? Mir geht's nicht so gut. Ich muss auf die Toilette. Warum bloß? Weil du alles trinkst und isst, was du dir nicht selbst holst. Gott sei Dank war die ja hier, ne? Geh auf die Toilette. Bis gleich, Sebi. Oh, das wäre aber... Wisst ihr, was richtig gemein wäre? Wir vermehren, was für ein Foto meinte Moika. Ihr verabreicht jemandem einfach Abführmittel und dann stellt ihr eine tödliche Falle auf dem Klo. Oh, sie hat es mir geschickt. Was? Was ist das? Der Trainer? Könnte es sein. Ich muss Moika anrufen.
Ja, das ist ein Fall im Scheiß. Oh, Gott sei Dank. Was soll ich machen? Lass uns einfach Spiele spielen. Do die, day. Niemand da? Die Tür ist blockiert. Day? Ich guck die Überwachungskameras an. Oh nein, überspringen, das heißt, es wird jetzt... Der Trainer ist hier, ich rufe die Polizei. Es wird Verfolgung, Sneaky oder so, ne? Boah, gar keinen Bock. Kann ich nicht... Lode. Die Polizei meint, sie brauche 4 Minuten, bis sie hier sind. So lange muss ich mich verstecken. Drücke C, um zu schleichen. Wenn du schleichst, bist du weniger für den Gegner sichtbar und deine Schritte sind... Oh nee, jetzt... Also ich bin da drüber, ne? Bock auf sowas. Ich sag, wie es ist. Boah, gar keinen Bock. Ich sag, wie es ist. Überhaupt keinen Bock auf sowas. Also, ich würde es am liebsten gerade einfach ausmachen. Wirklich. Ich hasse sowas. Ich verstehe auch nicht, warum solche, also warum so viele Spiele sowas immer einfach irgendwann random reinbringen, wo man sich einfach nur denkt. Nee. Ich weiß halt auch nicht, also ich kann gar nichts machen. Ich muss ich ein Versteck fühlen oder finden oder ich kann nichts drücken. Also. Ah, jetzt plötzlich. Nichts machen. Aber ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Also, weil ich kann ja nur in den einen Raum. Und ins Klo oder so. Überlegst zu wenig, wo du dich versteckst. Mhm, Fleischwolf, ja. Weil es so viele Verstecke gibt, du hast komplett recht. Also, ich überlege zu wenig. Das ist das Problem. Richtig. Hast recht. Oh
weiß eigentlich, was ich machen soll. Also. Ich öffne sein. Also, ist das die Hinter. Müsste doch, oder? Aber das sieht nicht so aus, weil. Also, das würde mir sonst. Also, eigentlich. Sollst du dich wirklich einfach irgendwo verstecken? Ja. Normalerweise müsste das dann leuchten, weil eigentlich setzt du Lichter halt so, dass du weißt, wo du hin musst. Also. Er kommt. Ich hab nur das eine Raumding. Was soll ich machen? Mutti. Hallo. Kakureta temura da zo. Mami? Also, okay, wir gucken jetzt einfach mal. Weil ich, also was ich mir halt überlegt habe, nachdem das Verstecken so doof war. Ja, da hatte ich mir, also nach dem ersten Mal, jetzt war das zweite Mal, wollte ich eigentlich einfach im Kreis kriechen. Aber es ist ja alles blockiert. Dann tut es mir leid, Fleischwolf, dann habe ich dich falsch verstanden. Das tut mir leid. Schlaf gut, Sansu, träum was Schönes. Lang lebe Rot, ich glaube, es hackt. Ziel, um zu schleichen. Wenn, ja, ich versuche jetzt mal hier hinzugehen, ne? Das war das Einzige, wo wir noch nicht waren. Ich weiß eigentlich, was ich machen soll. Er hat genug Zeit, oder einmal soll alles ablaufen. Ja, das Problem ist, ich kann ja auch. Also. Ich verstehe es, aber es ist einfach eine Sackgasse. Ich kann keine Runde laufen. Das heißt, ich kann ihn nicht mal auslaufen. Was ist das eigentlich für eine Tapete? Das ist ja schrecklich. Das heißt, ich versuche jetzt. Hier weiß ich schon wieder nicht. Jetzt habe ich schon wieder verkackt, weil jetzt kann ich nicht raus. Raum tritt und dann hinter dem Raum gehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja, richtig. Ja, ich scheine zu stinken. Naja, wir haben ja Sport gemacht, ne? Ich habe Bälle geworfen. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich machen soll. Weil ich kann nach da nicht raus und er kommt von der anderen Seite. Ich habe nur den Weg, wo er herkommt. Keine Ahnung. Ja, und da weiß ich halt nicht. Also das probiere ich gleich. Also ich dachte mir jetzt erstmal so, es war kurz. Es hat nur ein bisschen Zeit gefehlt, nicht wahr? Ja, da kommt er. Habe ich die Tür gerade aufgemacht? Ich kann nicht raus. Kann ich raus? Also. Okay. Wir können es ja mal versuchen, ne? So funktioniert es ja scheinbar auch nicht. Schlaf gut, Klepi, träum was Schönes. Ja, Dominik hat mich aber getötet. Okay, also. 4 Minuten. Wir gehen jetzt hier wieder hin, ja? Ich weiß. Ich weiß eigentlich nicht, was ich machen soll. Aber ich kann nur hier, also. Toilette kann. Ja, kann man, aber ich glaube, ich bin jetzt im Arsch. Ich glaube, jetzt bin ich im Arsch.
Die eine Richtung ging ja, aber die andere... Also das ist jetzt ein... Erstmal zu Ende gegangen. Entschuldigung, ich brauche noch 2,46, bis ich fertig bin mit meinem Geschäft, ja? Aber überall reinschaut und man immer wieder wechseln muss. Ich glaube langsam ja, aber ich komme hier nicht mehr raus. Oh. Was ist das? Da ist was? Was ist das? Jetzt kann ich drücken. Jetzt kann ich plötzlich drücken. Ich mag sowas nicht. Ich muss scheißen. Ich muss scheißen. Scheint irgendwie. Ja. Ja, vor allem die eine Seite voll in Ordnung. Ja, aber die andere Seite, ich weiß nicht, wo ich da ausweichen soll. Und so lustig, dass ich, wenn ich schnell genug halt hektisch klicke, einfach die Tür aufkriege noch. Ich guck gleich einfach in Let's Play. Ich habe ja eh danach gegoogelt. Das heißt, da ist ja noch, also da ist meine Search noch offen. Vor allem, wenn der immer, also da muss ich mir auswendig merken, was er macht. Also wenn er jetzt nach da geht, alles safe, dann kann ich da wieder hingehen. Mit dem Gierkarton wäre das kein Problem. Ja. Ja. Bokuda? Langzeit wechseln. Ja, ja, ja. Und das ist halt. Also, Route aus. Ich finde ich halt nicht sinnvoll. Aber ey, wir versuchen es nicht, wa? Ich gamble jetzt einfach, dass er da hingeht, weil er hat immer relativ lang gebraucht, bis er uns gefunden hat, dort hinten drin. Also wenn er halt hier hinkommt, bin ich komplett im Arsch. Wir sind im Arsch. Das kann gar nicht funktionieren, was ich hier mache. Das macht das Spiel kaputt. Ja, leider wirklich. Leider wirklich. Wie ist er jetzt so schnell da rausgekommen? Was hätte ich machen sollen? Hätte ich einfach vorbeigehen sollen? Wahrscheinlich, ja. Ja, 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 okay. Alles gleich machen, nur nicht nach rechts abbiegen, sondern einfach geradeaus weiter. Alles gut. Rennen sollen? Nee, der hört mich ja dann. Also, rennen ist, glaube ich, nie die Lösung. Ich glaube einfach, ich bin halt von seinem Raum in die Richtung gelaufen, war blöd. Ich bin halt, wenn er da ist, dann sieht er mich natürlich. Ich hätte noch da gehen sollen, glaube ich. At Dead of Night habe ich, glaube ich, ich habe es gekauft, tatsächlich. Ah! Was? Wie jetzt? Hä, aber, nee, warte mal. Also so haben wir das aber nicht gemacht. Du kannst doch jetzt nicht randomisieren. Wir tun, das war ein Fehler. Das war ein Fehler in der Matrix, das ignorieren wir, ja? Der geht nicht random. Nein, der geht nicht random. Das war Fehler in der Matrix, wie gesagt. Fehler in der Matrix.
Alles gut. Alles gut. War, das war KI-Bug. Gar kein Problem. Vielleicht war ich auch zu nah. Ich stand, glaube ich, die ganze Zeit sonst so. Wir mögen geregelte Abläufe. Ja. Links geht, bevor dich sieht. Ja, ja. Es, also, das war nur ein zweiter Bug. Das ist nicht random. Gar kein Problem. Eine unangenehme, aber gute Idee. Wurde aber nicht gut umgesetzt. Nee, überhaupt nicht. Komm, aller guten Dinge sind drei. Jetzt geht's wieder. Der macht einfach zweimal das, zweimal das. Das war jetzt einfach. Das musste sein. Es ist fucking random. Oh, hätten wir mal Hausflipper gespielt, nicht wahr? Was soll ich machen? Hat irgendjemand eine Überlegung? Irgendjemand den Game gewinnen, also... Hat irgendwer so den Durchbruch? Wir waren noch nicht hier drüben, wir gehen mal nach da drüben. Einfach weil wir da noch nicht waren, so. Ups, war ich nicht. War ich nicht! Scheiße, wer kommt? Das war das Zeichen im Klo. Das können wir dann auch noch gucken, ja? War ich nicht! Kakurura Katsu Kata Buddha. Verpiss dich! Oh. Hört auf mich. Ah! Noko da. Wenn ich mich von hinten anschleichen könnte. Wie mache ich das? Rein!
Egal, ob du ein netter Mensch bist, das hast du so verdient. Jedoch überlebt er nicht. Oh, wie schade! Notwehr? Warum wir plötzlich woanders standen? Kato, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ganz ehrlich, das ist mir alles egal. Da geht es jetzt nicht mehr um Realismus und dass das alles falsch war, also dass das einfach gefaked war. Es geht einfach nur darum, ich hab's geschafft. Wie einfach beides. Danke, Sie, wie willkommen zurück. Wie ein schrecklicher Albtraum verfolgt mich diese. Ending 1? Was? Hallo, 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 ich kann gar nichts machen, ich schwöre, ich kann nichts machen. Was mache ich hier? Wieso fahre ich Auto? Und das gehört dir, danke, Kato. Was mache ich jetzt? Ich kann nichts machen. Hallo, Entschuldigung. Es gibt 6 Enden, mindestens. Hallo? Mitsuketa. Was? Was? Wollen wir uns zum Straßenbahn bringen? Naja, es ist Japan, wer weiß, wie es da ist. Karaoke Master ist eine Errungenschaft. Finish the song with a score 100. Bin ich bescheuert? Also ich mag ja Chillers Art eigentlich schon, aber was ist das denn? Tothörnchen, das klingt aber nicht nett, der Name. Was war das denn? Also ich bin ja, ich finde Chillers Art Games gut, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan-Fangirl wie andere. Aber was war das denn? Hab die Hälfte verpasst. 5 Minuten weg, Hälfte verpasst, Sebi. So ist halt dieses Game gewesen. Aber die machen das schnell, um sich den zu sparen. Wenn zum Beispiel Godzilla wieder angreift, brauchen sie die. Ja. Also, weiß ich nicht. Also. Das Enttäuschende davon leider. Ja, wir haben halt noch nicht alle also, wir haben noch nicht alle gespielt, aber. Also. Bei Bathhouse hätte ich halt wirklich ultra gern das zweite Ende noch gemacht gehabt. Aber bei dem bin ich einfach so, kann ich refunden? Also. Ich dachte, das wird cool, weil ich liebe Karaoke. If you like the game, please leave a review. Thank you for playing. Iggy, wie lange haben wir gespielt? Wahrscheinlich waren die Credits schon länger als das Spiel. 57 Minuten? Eine Demo? Also. Ist da eine Kamera? Das ist eine Kamera, oder? Elf vor acht. Und jetzt? Handschuhfach? Messer, das hatte ich schon, ja. Ach, das sind die verschiedenen Möglichkeiten, kann es sein? Spind, Schlüssel.
Ja, und man da... Herr Erziehung. Es gibt gar keine Erziehung mehr. Was, so spät ist es schon? Ah, ja, ach, deswegen die Uhr. Ah, ja, oh, das macht voll Sinn. Okay, ja. Hey, es ist schon voll spät. Es ist schon spät. Oh, Gott sei Dank. Ich habe einen Mausklick gemacht. Weil alles mit Mausklick ging. Oh, stimmt. Ich habe die Zeit ganz aus den Augen verloren. Dann lass uns jetzt schnell sauber machen und dann zur Karaoke gehen. Nimm die Bälle weg und du wischst den Boden, okay? Natürlich. Hol einen Mob. Chat. Equipment Room. Ich wollte gerade fragen, hat jemand aufgepasst, wo wir hin müssen? Mob. Das ist schon Mobbing. Kann ich der Mob sein? Klar, Doppeldeckerbus. Krieg ich über den Boden. Let's go. So. Das kann ich gut. Wir hätten Hausflipper spielen sollen. Wir hätten echt Hausflipper spielen sollen. Also. Also doch Hausflipper. Ja, ja, ja. Wäre besser gewesen. Sporthallenflipper. Ist mir egal. Hauptsache, also. Kein. Ne? Hä, das ist noch nicht fertig. Fertig? Danke fürs Saubermachen. Lass uns umziehen und zum Karaoke gehen. Schlossflipper. Würde ich spielen? Chat, also. Also. Findet ihr es immer noch so schlimm, das Spiel? Also, ich frag nur. Hat sich schon gelohnt, ja. Erstmal Deo benutze ich, stink ein bisschen, sorry. Wo ist sie denn jetzt? Ich nehme den mit. Bereit? Ja. Karaoke Nico? Ja, ich gehe mit dir. Wir fahren zusammen. Vielleicht will ich sie doch nicht mitnehmen. Die läuft einfach in. Ich habe ihren Schlüssel. Was ist denn beim nächsten? Ich habe ihren Schlüssel. Gar kein Problem. Ich habe den. Kommt sie jetzt? Oh, ich habe meinen Fahrradschlüssel nicht. Ich muss ihn in meinem Schließfach vergessen haben. Fahr du schon mal vor. Du hast deinen Schlüssel im Schließfach vergessen. Danke. Dann lass uns los. Ja, ich lass dich nicht nochmal zurück. Ich lass dich nicht nochmal zurück. Wir haben den Stress der Schule und Clubaktivitäten vergessen und uns einfach beim Karaoke die Seele aus dem Leib gesungen. Wir hatten eine schöne Zeit. Vor 22 Uhr waren wir zu Hause. Ich hatte viel Spaß damals. Ending 2 von 6. Ending 2. Reicht mir dann aber auch, ne? Eigentlich, also reicht jetzt, oder? Gutes Ende. Ja, reicht, oder? Nein! Pandoria. Spiel war okay, wir haben Unterwäsche gesehen. Ja. Oh, müssen wir nicht nochmal sehen, ne? Kamera, wo ist das denn? Umzug? Einfach die Kamera nur da ist? Also, wenn ich, also... Hallo, da ist eine Kamera. Ja, jetzt ist sie wirklich da. Hallo? 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 Ich glaube, ich muss mich wirklich umziehen. Ich kann sie nicht anklicken, aber sie ist wenigstens da. Wie, der fuhr da mit seinen Straßen rein. Natürlich. Also, muss er die Mädels irgendwo absetzen.
Immer alles auf. Wow. Was ist das? Ein Spanner hat hier gefilmt. Wer würde so etwas nur tun? Aber Hauptsache, wir haben uns erstmal filmen lassen. Dann gab es ja nichts zu sehen, solange die Kamera legit. Du hast recht. Was ist so spät noch hier? Ich hab das hier gefunden. Nanda kore wa? Kore wa ore ga azukatte oko. Oka no minna wa shiranai na? Nein. Denke schon. Kowagaru to ikenai kara. Minna ni wa kuregure mo iwanai you ni na. Kyou wa mou osoi kara. Es spät. Ore no keitora de okutte yaru yo. Nein, ich hab ein Fahrrad. Na, Moeka ist auch hier. Moeka kun? Tashika mada Sasaki-sensei ga nokotte ita kara. Sasaki-sensei ni tanonde oku. Warum fahrt ihr denn getrennt? Also Kimi wa ore ga okutte iku kara. Sind da Hasen drin und Süßigkeiten? Ah, nidai ni jitensha o nosete okinasai. Jetzt kommen wir auch ans Armaturenbrett, ne? Hai, kore ga keitora no kagi da. Ja, kein Problem. Wenn wir länger üben, holt die Kamera raus. Und so konnte er das nicht tun. Das könnte natürlich sein, ja. Ich trage das aber komisch. Ich roll das halt nicht, ich trage das einfach. Ich bin einfach Hulk. Der kann uns gar nichts. Auto einsteigen. Direkt wegfahren. Wäre schön, ne? Mappe anschauen, ja. Was ist das? Oh mein Gott, das sind alles Mädchen aus unserer Schule. Damit muss ich zur Polizei gehen. Die Polizeiwache ist ganz in der Nähe. Dazu muss ich mit meinem Fahrrad fahren. Let's go, Chat! Ich brauche kein Fahrrad, gar kein Problem. Ich kann auch so. War da nicht mit meinem Fahrrad fahren? Dafür muss ich nicht mit meinem Fahrrad. Stand das vielleicht da? Habe ich einfach verlesen? Wo bist du hin? Wo ist denn die Polizei? Die war doch gleich da. Ich weiß es noch. Ich bin mit dem Fahrrad hingefahren. Ich wollte denen Bescheid sagen und dann ging das nicht. Aber das ist gar kein Problem, weil ich weiß nämlich, wo die Polizei ist. Dosa. Mami. Blick außer Atem versuchte ich, die Lage zu schildern. Beruhigen Sie sich erstmal, sagte ein Polizist. Daran erinnere ich mich noch lebhaft. Ich zeigte Ihnen die Bilder und erzählte alles, was ich über die Kamera und den Trainer wusste. Kurz darauf wurde der Trainer gefasst. Alle, auch ich, waren überrascht, dass der Trainer so ein Mensch war. Die Schule stellte daraufhin einen Beratungslehrer ein. Dieser sollte den Opfern des Trainers helfen. Ich bin stolz auf mich. Darauf, dass ich direkt reagiert hatte. Ich hoffe darauf, dass sowas nicht nochmal passieren wird. Ending 5 von 6. Welches ist das seltenste Ende? Oh, stopp, da haben wir ja noch was. Krieg ich jetzt ein Award? Krieg ich einen Preis? Aber das ist das beste Ende, oder? Das andere Ende war gut, weil wir haben unsere Freundin gerettet, aber jetzt haben wir alle gerettet. Also das war ja wirklich jetzt das wir retten die Welt Ende. Ending 4 ist das seltenste und 3. Was passiert? Ich würde gerne das Ende sehen, wo wir die Kamera finden und dann in den Van einsteigen. Was ist das? Ein Spanner hat hier gefilmt. Hallo! Also... Ich wollte gerade nach Hause gehen. Gut, aber beeil dich. Ich hätte dich ja gefahren, aber ich habe noch zu tun. Komm gut nach Hause. Entschuldigung! Oh nein, ich habe den Schlüssel nicht.
Jetzt einfach ist ganz in der Nähe. Dazu muss ich nicht mit meinem Fahrrad fahren. Es ist einfach das gleiche Ende. Macht ihr zuerst eure Chips in die Schüssel oder erst die Milch? Okay, ist das gleiche Ende. Ist das gleiche Ende. Das war meine Befürchtung, aber ich dachte mir, vielleicht probieren wir es einfach mal. Erst im Sinn. Ich glaube, es wäre gar nicht so schlimm, das Spiel. Also, es wäre gar nicht so schlimm, das Spiel, wenn diese blöde Verfolgungssequenz nicht wäre. Dann wäre ich, glaube ich, viel... Das sieht so lustig aus. Wäre ich viel gewillter... Ende 3? Das war auch ein Ende. Ja gut, gar kein Problem. Dann machen wir jetzt noch Ende 4, weil das andere Ende ist halt das, wo man dann wahrscheinlich, also verfolgen, also das andere finden muss, oder? Also nicht das andere finden, sondern wahrscheinlich aber die Zeit ablaufen lassen muss. So, der Spann hat gefilmt. Hallo! Da, das habe ich gefunden. Ja, bitte informiere die Schule, danke. Danke. Hol ich mal mein Fahrrad und dann steige ich ein und lass mich entführen. Das müsste dann Ende 4 oder so sein. Das ist ja alles gar kein Problem. Das letzte Ende mache ich nicht. Keinen Bock. Also lang genug verstecken, gar keinen Bock. Wenn es random ist, nee, danke. Dann warten wir kurz, ne? Nö, mach zu. Freu nicht. Sumam. Ja, war kein Problem. Auch wenn man sich entführen zu lassen. Vorher hat man noch was bekommen. Ja, wirklich. Ja, passt schon, gar kein Problem. Ich hatte ja nette, also Begleitung, also. Ich kann immer noch nicht darüber reden, was an diesem Tag geschehen ist. Seitdem es passiert ist, fürchte ich mich vor Männern. Ich war noch nie in einer Beziehung. Meine Androphobie macht mir oft das Leben schwer. Dadurch habe ich es nicht leicht. Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass möglichst wenige so etwas durchmachen müssen. 4 von 6, okay. Dann fehlt uns nur 1. Damit kann ich leben. Boah, ich finde aber auch, also ganz ehrlich, was war noch nicht von? Ich kann, also, es, also, nehmt mich, also, versteh mich nicht falsch. Ultra ekliges Thema, gar kein Problem. Ich bin eine Frau, ich weiß das, okay? Jede Frau hat, glaube ich, schon wirklich nicht so coole Erfahrungen gemacht, deswegen gar kein Problem. Verstehe ich. Aber ich habe mich jetzt also nicht so bisher abgeholt gefühlt da so. Also, naja. Es war irgendwie, als hätte man das Thema genommen, nur damit niemand was dagegen sagen kann. Weil dann ist man ja unempathisch, also empathielos. Aber irgendwie... Naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? So. Verlassen.